Herzlich willkommen beim EPP Innovationsforum 2017. Bei mir ist jetzt Michael Zahn, Global Business Development Manager von Christian Köhnen. Herr Zahn, was ist Ihr Fokus hier auf dem Innovationsforum? Ja, wir geben ja nachher, oder ich gebe nachher einen Vortrag zu neuen Materialien. Wir haben ein neues Material mitgebracht für Schablonen, welches sehr viele Vorteile bringt gegenüber dem herkömmlichen Edelstahl, also sehr viel längere Standzeiten hergibt. Wir können besser definiert drucken damit und das, durch die Härte des Materials sehen wir einfach ganz viele Verbesserungen im Druckprozess. Wenn Sie von den Verbesserungen sprechen, was konkret ist es? Ja gut, hier am Innovationsforum ist ja das aktuelle Thema Null-Fehler-Strategie. Und jeder fragt mich ja, was hat das Material mit Null-Fehler zu tun? Ganz einfach, wenn ich ein perfektes Material habe, was perfekte Drucke hergibt, brauche ich mir keine Gedanken machen um irgendwelche zusätzlichen Arbeiten, die ich hinterher machen muss, um diesen Druck wieder zu verbessern. Wie zum Beispiel irgendwelche Beschichtungen, wie zum Beispiel irgendwelche andere Themen, um meinen Prozess hinterher wieder zu fixen, der vorher möglicherweise ein Problem hat. Haben Sie Zahlen schon, wie viel das bringt? Zahlen sind immer sehr marginal. Also es ist wirklich ein Thema, Zahlen ist schwer Zahlen zu fassen. Wir sehen halt bei Mitkunden, mit denen wir Tests gemacht haben, dass wir denen zum Teil bis zu 2% besseren Yield gegeben haben. Oh, das ist aber ein gutes Ergebnis schon. Das ist ja schon ein bisschen was. Für die Kunden ist es definitiv was. Das ist gerade im Bereich Semiconductor und dort sind ganz, ganz viele Deposits zu drucken, ganz, ganz viele Aperturen. Und 2% bei 200.000 Löchern, das ist schon ein wenig. Was versprechen Sie sich vom EPP Innovationsforum? Warum sind Sie dabei? Ja, hier ist erstmal ein super Auditorium, sehr viele interessierte Leute und dort können wir halt diese Innovationen, diese Neuerungen schön auch erklären, die Leute verstehen es, ist ein technischer Vortrag, es hat nichts direkt mit dem Vertrieb zu tun, sondern das ist wirklich was technische Grundlagen hat und wir hoffen und denken, dass wir damit auch den ganzen Markt in Zukunft ändern können, ihm eine andere Richtung geben können. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Dankeschön.